Genau, ich packe jetzt hier mal aus, was ich heute auf die Verdammter Oh, Doktor! Scheiße, Scheiße. Ja, sorry. Ich hab's das ja alles Ja, ich gemacht. bin nur ein Herr Doktor und vorstellen und ein Herrn Doktor und ein Herrn Bierbattler. Theorie und Praxis. Das ist die Praxis. Piss dich! So machst du dann den Autositz sauber, während ich mich da drauf verkrümelt habe, sozusagen. Verkommener Bastard! Ja, sorry. Scheiße. Ich geh mal gucken, wie es in Merlin geht. Hey, Merlin, du alter Hase! Na, wo ist der alte Hase? Na, Merlin, hey, du altes Stinktier, ja, chillst du wieder auf deiner Schlangenhaut? Chillst du wieder auf deiner Schlangenhaut? Tschüss, du wieder auf deine Schlangenhaut! So, und ich hoffe, das Wern ist grüner. Das Wern ist grüner. Oh. Oh. So. Na, oh, du bist ein Arschloch. Grüßele! Ja, das holen wir natürlich dann wieder raus. Ekelhaft, oder? Nee. Ja. Öffne mal das Despo. Das ist nicht gut zum Exen. Es ist nicht gut zum Exen. Oh, das schmeckt ja Oh. fast, das schmeckt ja wie Sterni, nur vergangen. Alter, krank. Hä, was? Das schmeckt wie Sterni? Ja, mach mal das Despo auf, bitte. Ja, da ist der Öffner. Ja. Alles ist ein Öffner, wenn du dran bleibst. Ja. Heilige Scheiße, oh, na gut, jetzt versuche ich mal das hier dahinter zu stürzen. Geil, Alter, Oh, das ist jetzt muss ich erstmal kurz Luft holen, warte mal. das ist ja richtig Oh, ekelhaft. ja. Ich hole das mal hier. Komme ich da ran? Nein! Das ist etwas tiefer als du denkst. Die Uhr, die. Ja, ach, die geht sowieso nicht mehr. Ja, die trage ich nur, weil ich sonst keinen Geht Schmuck. sowieso Ich nicht. trage ja keinen Schmuck. Also diese Uhr seit 5 Jahren. Einfach nur geil, wie abgenutzt die ist. Hier, das färbt schon richtig ab, aber es ist mir sowas von scheißegal. So, alles klar. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine gute Tat vollbracht. Das legen wir am besten mal hier hin. Ja. So, da widme ich mal hier das Despo. Dem Despo meine ich. Während der Max Wadenheben macht. Wadenheben. Also. Warum läuft denn eigentlich keine Musik? Eine Frage an die Zuschauer. Im Livestream wurde mir das schon mal bestätigt. Heineken hat vor ungefähr einem Dreivierteljahr seine Rezeptur geändert und schmeckt nicht mehr so gut wie vorher. Ich trinke das nicht mehr so gerne und ich finde das sehr schade. Ich meine nur, weil ich will das einfach nicht unkommentiert im Raum stehen lassen. Ich meine, ich will das nicht einfach unausgesprochen. Ja, du, die Richtlinien und die Werte von Bier sind je nach geistiger Gesundheit zu bemessen. Wäre einfach nur Feedback. So. Nee, warum läuft eigentlich keine Musik? Wo ist das Archen? Die sind beim Sido-Konzert. Achso, warum sind wir nicht dort? Weil die Karte 50 Euro kostet. Ja, das stimmt. Ja, und ja, Sido. Endlich Wochenende! Junge, Junge. Es ist Donnerstag! Das muss ja Ja, keiner wissen. also Sido ist ein sympathischer Kerl. Oh ja. Aber ich höre an Rap eigentlich nur DCV DNS und sonst niemand anderen. Ja. Prost, Herr Bierbattler. Du trinkst das ja weiter? Das hätte ich nie gedacht. Oh Junge, das Mädchen hat mir gerade geschrieben, das ist nicht gut, mein Sohn, mit einem Screenshot von meiner Insta-Story. Was für ein Screenshot? Fadi, alles gut, wir trinken heute nur Bier und wir gehen um 11 alle ins Bett. Um 11 kotze ich. Nee, Junge, das wäre zu krass, was ich sagen sollte.
Soll ich es trotzdem sagen? Selbstverständlich. Du willst wieder sagen, dass du einen Arsch fickst, oder? Nein, um 11 kotze ich der Kerstin noch ins Maul. Ich hab das nicht geguckt. Oh. Also irgendwie, sorry. Ach, egal. Ey, Fotze! Max, Junge, du bist ja nicht ganz dicht, Alter. Was denn? Haben wir überhaupt schon mal angestoßen? Oh, Junge, Max, ich kann es nicht mehr hören, wirklich. Junge, was? Junge, diese Maps, guck hin. Was? Oh, Junge, Alter. Aber wenn man das filmt, das ist. Mit der Brille, Alter. Ja, das ist, na gut. Oh, Junge, Alter, also. Ja. Aber denkst du wirklich, heute Abend sind Möpse das Wichtigste? Nee. Das Wichtigste genau. Ist immer ein schöner, feuchter Schlatz. Ja, genau, das ist es. Und ein richtig miefendes Arschloch. Oh ja. Ich bin das miefende Arschloch. Ich bin das ekelhafte Wernesgrüner, denn ich verleibe es mir jetzt ein. Props an dich, dass du das wirklich aussäufst, Alter. Das ist heftig. Ei, ist das widerlich. Warmes Wernes, scheiße. Nee, das ist kalt, Mann. Das ist trotzdem Wernes, scheiße. Ja, das stimmt. Nass. So, die Glücksbringer sind natürlich auch mit dabei. Das sind Haufen Herr Geschäftsmänner in Glücksbringerform. Also quasi Herr Geschäftsglücksbringer. Matthias Clemens. Ja, bitte. Ah, oh, geil. Vielen Dank, Herr Bierbuttler. Oh, Junge, Junge, ich richtig. Nenn mich bitte Herr Arschficker. Oh. So, na dann. Warte mal, ich nehme mir kurz ein Wasser. Okay. Aber übertreib's nie. Junge, Junge. Oh. Karma. Du brauchst. Du verdienst eine Medaille, Alter. Mit dem besten Exer. Ich will einen Pokal für die größte Limonade trinkende Fotze. Wir wollen alle den Pokal der größtmöglichen Fotze dieser Erde haben. Ich will mal mir irgendwann eine Glatze machen. Ich will. Und dann wirklich eine Frau, die das halt drauf hat, so, die halt mehrere Kinder hat und halt so richtig gedehnt ist. Also einfach so den ganzen Kopf dann schön mit Vaseline ein. Und dann mal so richtig Heading betreiben. Also Fisting ist halt mit der Faust, aber wirklich. Ja, Heading ist mit dem Kopf. Ich will mal eine Fotze von innen sehen. Und zwar nicht so auf die Geburtart, sondern einfach so richtig so der Alten mit meinem Kopf besorgen. Ja. Also ich wollte, wenn schon, mal so einen 12-Finger-Darm von innen sehen. Und da mit 12 Fingern drin rumwühlen. Ich würde mich am liebsten schrumpfen lassen und so einer Frau ins Arschloch kriechen. Und mir in diesem Darm einen zu wichsen. Mit meinem Mikropenis. Warte mal. Ja. Junge, wir haben es schon wieder übertrieben. Ich habe die Hälfte voll. Was ist das? Was ist das? Ist das eine Stempelkarte? In dem Puff? Das ist eine aktuelle. Herr Bierbartler, wissen Sie... Das ist eine Stempel... Warte mal, meine Masthof-Karte, warte. Ja. Hey, du Fotze, ja, nimm die Karte, ja, Alter. Ja, das ist meine Masthof-Treue-Karte. Mann, wir wissen ja keine Musik. Ja. Ne, der Saarficker. Wo ist denn der? Der ist doch bei diesem Sido-Konzert. Oh, Junge. Sido, Sido, wir wollen mit dem saufen. Hey! Ich dreh mir jetzt eine Kippe. Paul von Berliner Muff. Paul von Berliner Schwanzfick. Paul von Berliner City Pflege. Und wie geht's dir so, Alter? Ach Junge, hör mir auf mit Smalltalk, Junge, es interessiert mich ein Scheiß. Also gewichst du Schwanz. Es interessiert mich ein Scheiß, wie es mir geht. Es interessiert mich ein Scheiß, wie es dir geht. Ey, film mal die mega geilen Huren. Ach, das. Vorsicht, dahinter dir kommen Althuhs. Ach so. Nee, ich will mir eigentlich nur eine Kippe drehen. Aber ich weiß nicht, kann man mit ihr Fotzen! Max, kann man mit einer Hand Kippen drehen? Geht das? Ich weiß es nicht. So. So, ist das zu wenig? Das Mädenvieh. Ich glaube, das ist ein bisschen zu wenig Tabak aus mir. Vieh. Ich grüße das Mädenvieh. Thomas Herz Merz. So.
Also ich muss die Szene jetzt abbrechen, aber als Entschuldigung spucke ich einfach daneben. Nein! Ja, was ist denn? Das war ich denn, das bin ich den Leuten. Das bin ich den Leuten einfach schuldig. Ey Leute, wirklich, ich drehe da immer durch, der rotzt immer. Ich finde es so ekelhaft, irgendwo hinzurotzen. Urin, Sperma, Blut, alles kein Ding. Aber so Speichel, das ist so eklig von anderen Leuten, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, seht ihr das anders? Ich weiß, es ist schon die zweite Frage, die ich jetzt stelle heute. Stellen hier so viele Fragen, das ist auf mehr. Zwei Fragen passt schon. Also erst habe ich gefragt, ob das Heineken nicht mehr so schmeckt und dann, ob das. Aber das, ich will die Kommentare sehen. Ich will das sehen, was ihr davon denkt. Ja, wäre das jetzt weiblicher Speichel, dann könnte man sie schon drin auf. Ja, das ist ja aber Junge! Mulm. Das Mädenvieh wird mich jetzt erstmal ein bisschen unterstützen. Vielen Dank, Herr Doktor. Da ist mal wieder was drin. Ey, du Schwanz! Ey, du Bastard, du Hundekopf! Ja, hier. Mieses Stück Scheiße. Das ist ein Genuss! Ja, küsst. Das ist eklig. Warm und zuckriger Mist. Naja. Oh, dieses verfickte Licht. Das ist. Oh, Max. Was denn, das hat kein Pfand. Wartet mal, ich muss das noch exen. Ja, die warten schon. Boah. Haben wir jetzt nur noch das Faxi beide? Ja. Junge, lass das mal am nächsten Standort ficken. Alter, hier sind noch. Max, nein! Ach, Junge! So, wir sind jetzt hier an der letzten Saufstation vor der Maibar. Jetzt wird noch das Faxe getrunken. Wir sind hier bei der Semperoper und wir haben jetzt hier einen kultivierten Platz rausgesucht. Und fett abgeschissen. Jawohl. Okay, dann geht's mal los. Max, ich bitte dich, den Faxe ebenfalls zu öffnen. Ja, Moment. Junge, geil. Ja, ich weiß nicht, was das hier soll. Das ist einfach nur geil. Ich meine, soll ich mir jetzt vor dem Bier erstmal wichsen, bevor ich das trinke oder was? So. Aua, mein Fingernagel ist viel zu abgefressen, damit es nie wehtut. Scheiße. Ich denke mal, das ist genau das, wovon der Mann gesprochen hat. Ah, wie kriege ich denn das jetzt auf? Aua. Oh. Scheiße, ich krieg das nie auf. Aua! Junge! Oh, du Schwanz! Ui, ui, das war ein geplantes Max, Attentat. Max, hier sitzen zwei Glatzen, die kiffen also nebenan. Stimmt. Ja, sind wir so ruhig. So. Nee, es ist wirklich so, ich erzähle keinen Scheiß. Ja, stimmt, ja. Ja. Okay, dann Prost, Mann. Oh. Prost, Melkfett. Prost, Melkfotze. Schmeckt doch ganz gut. Ja, oh, geil. Aber schmeckt. Faxe. Junge, Junge, das Ziel heute ist ja, besoffen in der Maibar zu landen, damit wir dort kein Geld mehr ausgeben müssen. Wir sind auf einem guten Weg. Ja, ich hab dich lieb, Max. Ich auch. Auch wenn du ein gestörtes Empathieverhältnis hast. Quatsch, kein Reis, Alter, du filmst mich hier mit Blitz. Der Sarge. Au! Das, ach so, nee, Junge. Der Sarge ist auch. Ach, Junge, hör doch mal auf. Ja, ich weiß einfach ja, wie bitte? Hey! Oh! Max, was soll denn das immer? Meister Lukas! Du hast gerade mein Datenvolumen geschändet.
Ach Junge, da kam gerade ein Schrei von irgendwo. Ja, das haben wir gehört. Das waren bestimmt die Wald. Du sollst flüchten, Alter. Das waren bestimmt die Elfen. Ey, hör mal auf, Mensch. Er hat Mulm gesagt, wir müssen hier weg. Ach ja, wir müssen wirklich weg. Ja. Was ist denn los? So, warte, ich tue die Powerbank hier rein. Junge, Junge, ich hab Angst. Was ist denn das für ein weißes Kabel? Das ist von der Box. Mach mal. Okay. Nee, kannst du mal bitte das Lied anlassen? Das obwohl, das ist so schön. Es fängt an zu regnen, du Schwanz. Ja, der Regen passt, denn das Radar hat es vorausgesehen. Das Echolot. Das Echolot hat gewarnt. Oh Junge, das Echolot hat gewarnt. So, so macht euch bereit für die Fahrt. In der Hand. Bis zum Rand. Eisberg zu sehen, ästhetisch, chaotisch, unheimlich schön. In der Klarheit, man kann sie nicht sehen. Der Titan ging verloren im Meer. Endstation, Ozean. Leucht Signal, es sieht keiner mehr. Endstation, Ozean. Razzia, heiße Spur im Dresdner Juwelenraub. Junge, Junge. Erpresser wollte Geld aus eigenem Konto. Ey, Spahn, ja. Alter! Junge. Da magst du hinten. Spahn zieht keinen Lok, zweiten Lok. Junge. Hör mal hin. Junge, geil. Junge, geil. Junge. Alter. Junge, ich liebe die Zeitung. Junge, das bin alles ich. Das bin alles ich. Junge, Junge, Junge. Die machen ja, die geben den Ton an, auf jeden Fall. So. Hier haben wir wieder irgendwelche Leute im Schutzanzug. Hier haben wir einen übergewichtigen Fettsack, der böse guckt. Hier haben wir einen anständigen Mann mit einer Brille. Sehr freundlicher Blick. Hier haben wir eine, die gerade versucht, irgendwas zu erklären, vergeblich, wie es scheint. Hier haben wir auf jeden Fall. Hier haben wir den geilen Scooter. Ja, hier haben wir Fußballtrack, interessiert mich nie. Ja, hier bin ich zu dumm dafür. Weibliche Team testet in Police, halt's Maul. So, hier nur unrelevante Scheiße. Oh, geil. So. Alles klar, so gucke ich die Zeitung, Leute. Ja. Das Klose kommt eine halbe Stunde. Ja, das stimmt. Hat irgendeiner von euch was zu essen für mich? Hat irgendeiner was zu essen für mich? Du kriegst gerne was zu essen, wenn wir in der Maibach sind, und zwar in flüssiger Form. Oh nee, ich brauche feste Nahrung. Scheiße. Sergeant, hast du was zu essen für mich? Sergeant. Sergeant, bitte gib mir was ab. Ich hab Hunger. Nee, nicht übrig lassen. Da sammeln sich da den ganzen Speichelreste unten im Dürum. Nathalie, gib mir bitte was zu essen. Ja. Du bist ein viel zu guter Mensch, Alter. Oh, geil. Geil. Kann ich von hinten abbeißen? Nein! Aber ich bin soziophobisch. Warum gibst du diesem undankbaren Bastard noch dein Essen, Alter? Das hat nichts mit Undankbarkeit zu tun. Ich habe Angststörungen. Und ich habe Angst, dass ich den Speicher vom Sergeant tief in meinen Körper habe. Gibt's schlimmere? Ja, schon. Aber ich versuche, jeder unangenehmen Situation aus dem Weg zu gehen.
vielen Damen. Wir haben ja die Überreste geschenkt bekommen von dem Besitzer der Meierbar. Das war nur der Kellner, aber. Das waren keine Überreste, das war feinster Pina Colada, ja geil. Vollkommen recht, Alter. Das hat geil geschmeckt, da trinke ich keinen einen zweiten. Ich will nicht. Oder willst du den trinken? Nein. Ja, dann. Mahlzeug. Oh, das schmeckt geil. Und? Wie hat es dir geschmeckt? Geil, mega, mega. Sind wir völlig fertige Menschen? Nee, ich würde mich eher als unzufrieden bezeichnen, weil der Besuch heute hier es ist einfach eine massive Salami-Party, Alter. Ja, ich vermisse die geile Barkeeperin aus dem letzten Vlog hier, wo da, ich weiß gar nicht mehr, warum es im letzten Suff-Vlog ging. Ja, ich glaube, am Saufen. Ja, stimmt, der Pfeffi, genau. Ja, alles ist so einfach. Naja. Oh, genau, das brauchen wir in solchen schweren Zeiten. Junge Dunkel, ja, grüß dich, Alter, grüß warum hast du hier dich. Die Schlampen mitgebracht? Was? Klaus, wo sind die Huren? Die sind hinter mir. Wir haben Druck. Ja, das verstehe ich. Hab ich auch. Servus, grüß dich erstmal. Ja, grüß geht. Dich. Oh, Alter. Junge. Ja, Videokonzert? Ja. FS. Jetzt gibt's ein Bahama Mama. Bahama. Bahama Mama. Sorry. Kann ich zuerst saufen oder bist du? Zusammen, du Schwanz! Ah, Junge, der geile Schwuppe. Wir ächzen die Scheiße jetzt, du Bastard. Ja, okay. Oh, Hirnfrost! Oh, Junge. Alter. Bahama Mama. Schau dir mal aus, du Schwanzkopf. Onkel, du bist ein glänzendes Licht. Ja. Bist du noch den Schaum auszutschen? Nimm ihn in den Strohhalm. Ja, genau, zutsch das aus. Ohrenschmalz. Oh, Junge. Oh. Junge. Ich hab dich wirklich lieb, Mann. Ich auch, Mann. Das nächste Bier für den Onkel. Eieiei. Mann, mir hört man einfach nirgendwo Musik, ist doch nur saures Gequatsche aus dem Hintergrund. Das ist einfach nur geil. Ja, ist okay. Okay, sorry. Ja. So, der nächste Baba Mama wird gesoffen. Was ist denn das? Nee, das ist diesmal ein Paradise. Was war denn das? Paradise? Darf ich mal kosten? Ey, den saufen wir jetzt auf extra Schwanz. Okay. So. Was? Soll ich für dich filmen? Kannst du das? Ja, klar kann ich das. Wenn du den filmst, dann fickt er dich. Ich weiß doch. Naja, beim Saufen kannst du mich filmen. Auf jeden Fall nur den Allgäu-Bier. Hey, du Bastard! Was wird bei YouTube gesperrt? Mensch, halt die Fresse jetzt im Hintergrund.
Alter, leg da Musik drüber, ist ja egal. Nee, ich mach der Fingerhäuser. Arnold! 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 Hier kommen gleich 50 Vermummte rein, Alter. Was soll ich? Der knallt ja mal richtig, Alter. Oh, ich glaube, ich gehe gleich kurz und gehe mal die Kamera wieder. Das ist auch mein letzter Schluck. Der hat Brudermische gemacht, Woddy. Der hat echt Brudermische gemacht. Alter, ist das stark, Junge. Das ist brutal stark. Deine Haut ist so frisch und jung. Weil ich Antifaltcreme benutze von Nivea. Das macht mich geil. Anti-Aging morgens und abends. Alter. Unge. Junge. Hast du meine Nase gestohlen? Oh ja, schöne Naturaufnahmen. Oh, Alter. Junge, Junge. Oh, die ganze... Uge! Und der auf Analyse. Schlumpf auf Hindustein. Die Shortwatch. Was ist denn mit dir los, Alter? Was ist denn mit dir? Du kennst ja einfach alle. Onkel. Ja, wenn Sie dies Probleme haben, dann melden Sie sich bitte an DHL_Packstation 103 auf Instagram. Oh, Onkel. Onkel, du bist das beste Lustobjekt im Suff. Pfeffi? Ja, Pfeffi klingt gut. Oh. Alter. Onkel, du bist. Ich hab Linde. Ich hab Linde. Ich will's tragen oder ich stech dich ab. Junge, Alter. Ich werd schon wieder. Der Wirt ist weg. Was? Der Wirt ist weg. Von der Weiber. Keine Vergewaltigung hier ja. In der Weiber drin, Leute. Mensch, jetzt verschwinde mal. Hau mal ab hier. Junge, Onkel, komm mal hoch. Junge, was macht denn hier? Was macht denn hier? Könnt ihr euch bitte ein Zimmer für die Scheiße nehmen? Mensch, halt deine Fresse, der Onkel muss gerettet werden. Ich will jetzt endlich meinen Zug bestellen. Ja, warte. Warte, ich nehme das Geld. Verpiss dich, das war in der M-Box. Nein, wir wollen noch Alkohol kaufen. Ja, warte mal. Warte mal, das, ey, Max. Ja, los, wir müssen bestellen. Ja, Alter, wir müssen bestellen. Junge. Ein Pfeffi wird und ein Paradise. Der Pfeffi wird kommen. Junge, ich bring dich um. Oh nee, bitte nie. Ich will noch wenigstens eine Woche weiterleben. Dieses Licht, Alter, ja, das würde ich auf jeden Fall eher unter die Erde bringen. Unter der Erde gibt es viel Licht. Vor allem, wenn man sich zu Tode gesoffen hat, da erwartet das Paradies auf ihn. Das ist echt der einzige Grund, warum wir saufen. Wir wollen ins Paradies, wir saufen uns ins Paradies. Jetzt hör doch mal auf. Was denn? Ich sauf doch endlich mal. Ich dachte, wir saufen zusammen. Wir haben was anderes. Na, okay. Jawohl. Ich wurde heute in meinem Stream bedroht, damit ich dafür sorge, dass du kein Alkohol mehr verschüttest in den Vlogs. Und ich habe gesagt, ich gebe alles. Und ich habe alles gegeben, also regt euch ja nicht nochmal auf, ihr kleinen Stricher. Wenn ich Alkohol verschütte, dann ist es nur zu einem höheren Zweck. Dienst du den Mieten? Ich schlag mich genauso auf den Arsch. Oh, Junge. Hey. Los, ey. Oh, ja, genau. Oh. Das brauche ich. Das sind 6 Euro, was kriegst du jetzt dafür? Ein Arsch voller Scheiße. Oh, der Nasenjob. Das war der Nasenjob. Der Nasenjob. Da kommt noch ein Nasenjob. Nee, Alter. Ich bin da keine Hure. Ja, aber der Mann braucht sehr lange, um eure Getränke zu mixen. Aua! Klose.
Klose. Ich hab dich so lieb. Ja, oh, Klose. 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 Ich wär vergewaltigt, ihr seid wirklich ein Transficker. Ihr benutzt doch insgeheim alle Menschen für Sex. Ja, genau so. Ich schlabber das aus. Ich bin das erste Opfer. So, jetzt wurde ich ja zu dritt gesoffen vom Onkel, vom Atlasson und vom Inkognito. Ich trage den. A.K. in Fotzrico, so wie er neuerdings heißt, mit seinem neuen Kanal. Ja. Mm. Boah, Junge, boah. Also, das Eis. Das Eis fickt meinen Kopf. Ja. Das Eis fickt meinen Kopf. Langsam bin ich voll. Aber, oh Junge, wie viel da noch drin ist. Aber der Onkel, der kümmert sich. Geh mal her. Darum müssen wir uns kümmern. Wir kippen das Scheiß. Oh Mann. Oh Onkel, das Eis, genau das Eis. Ach, Onkel, ich hab lange nicht genug von dir. Das nimmt einfach kein Ende. Die Karte ist noch nicht alle. Das sind zwei Bahama-Mamas. Jetzt maul uns auf die Kacke. Onkel. Oh, Junge, das ist wirklich kalt, okay? Da muss ich wirklich zuschrecken. Ich sehe mittlerweile alles doppelt. Es ist so kalt. Wir haben zwei bestellt. Das ist alles rein. Ich hasse mein Leben schon wieder. Ich auch. Ich hasse wirklich mein Leben. Ich auch. Klose, Alter, was ist mit dir? Ich hasse nie das Leben, ich hasse mich selbst. Während ihr. Ja, geht noch. Alter, geht noch rein. Ja, Enrico, du Schwanz. Das ist jetzt schon der vierte Bahama-Mama. Na, wird ja mal Zeit, du Schwanz. Hier spricht der Bierkapitän. Was ist denn eigentlich eine Bahama-Mama drin? Du sollst saufen und die dumm labern, Alter. Wir wollen die Bierbäuche sehen. Wohin es geht? Raus! Ja, oh, Alter. Ja, Bahama-Mama. Komm, nimm noch einen Schluck. Ja. Hey, Rico, wir ziehen das jetzt aus. Du Schwein, ja, Bahama-Mama. Bahama-Mama. Nimm mir mal den Laumen im Mund. Ja. Der Bahama-Mama. Wir sind auf Mount Everest angekommen. Der Bahama. Hier spricht der Bierkapitän. Der Bahama-Mama. Hier spricht der. Ich möchte euch ein Bierbäuche sehen. Der Bahama. Du hast gesagt. Der Bahama. Ja, aber diese Hurensöhne sind da an dem Fleisch ich dran. Bin da jetzt. Junge, du klärst mir jetzt die Fette oder ich fick dein Maul. Ich bin da jetzt da. Du klärst mir jetzt die Fette oder ich bring dich um. Wenn du das nicht. Hey, wenn du das nicht hinkriegst, dann bring ich dich um. Ich hab aufgehört zu filmen, oder? Oder der nicht? Heide Jalla! Heide Jalla! Heide Jalla!
was schreist du so rum hier? Heidejahn! Ich höre nicht mehr, Mensch, dann mach doch nicht so laut hier. Unge, es war ein gelungener Abend, oder? Ja. Junge, es war ein... Nächstes Ding, du, was willst du jetzt von mir? Ich will wissen... Mensch, du, ja, ey, bitte, ich bin behindert!